Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch ein Carport bauen. Und nicht irgendein Carport, sondern ein Carport für diesen Mähroboter hier. Und wie ihr sehen könnt, ist das ziemlich massiv. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ein großes Dankeschön für die Kooperation mit der Firma Wolfkraft, die mich bei dem Bau von dem Carport unterstützt hat. Ich habe jetzt hier meine grobe Skizze an die Wand gemalt und zwar sollte der Außen- oder das Innenmaß 700 mm betragen bei diesem Carport, die Höhe, die lichte Höhe bei 400 und hinten bei 350. Das sind so die Maße, an die ich mich halten muss. Das ist natürlich von Rasenmäherroboter zu Rasenmäherroboter unterschiedlich. Eine Gesamttiefe haben wir gesagt, also der ist nicht für mich das Carport, 950 mm und wir machen einen Überstand von, ich weiß es gar nicht, was habe ich denn gesagt, von 100 mm bis 150 mm. Das legen wir aber gleich fest. So, und wir fangen jetzt erstmal an und sägen die Pfosten und ich glaube, hier vorne, das nennt man Fette, richtig? Und die Querträger hier, ich weiß nicht ganz genau, wie die heißen, auf jeden Fall sägen wir erstmal das Gerüst zu. Und für das Gerüst habe ich mir hier so einen Fichtepfosten besorgt, der ist bereits gehobelt und gefasst von 72 x 72 mm. Wir haben ja gesagt, vorne soll das Ganze 400 sein. Ich werde jetzt erstmal zwei Stück von 500 oder sagen wir mal 450 zuschneiden. Denn das Ganze bekommt ja eine Schräge. Und wie ihr sehen könnt hier, eignet sich eigentlich ganz gut das System, dass alles auf einer Höhe hier ist bei mir in der Werkstatt. So ist die ganze Last nicht hier auf diesen Seitenarm, sondern ein teilweise auf die Werkbank. Ja, jetzt sägen wir uns erstmal das Ganze zu und natürlich Gehörschutz nicht vergessen. So, jetzt habe ich mir vier Stück zugeschnitten, also erstmal grob zugeschnitten, weil das Genaue bzw. die Schräge, die wir hier gleich ranschneiden, das machen wir gleich. Deswegen schneidet das Ganze immer so 5 cm leer, das ist dann einfach unser Verschnitt. Und zweimal denken, einmal schneiden, ganz, ganz wichtig. Und ich habe ja gesagt, die Höhe soll 400 sein, hinten 350. Und jetzt werde ich jetzt hier das Ganze auf Länge schneiden und hier ein Grat rein sägen oder schneiden von, ich würde euch empfehlen, zwischen 5 bis 7 Grad, also nicht unter 5 Grad, weil ansonsten habt ihr kein Gefälle drin für das Wasser und da kann es durchaus sein, dass das Wasser oben stehen bleibt und das wäre nicht so günstig. Ist bei diesem Mini-Projekt vielleicht jetzt nicht so tragisch, aber in der Regel nimmt man 5 bis 7 Grad. Jetzt haben wir insgesamt vier Pfosten, zwei für vorne, zwei für hinten, wie so ein Tisch. Und jetzt habe ich mir nochmal aus dem Kantholz 74 x 54. Wie gesagt, ich gebe meistens immer nicht die Maße an, weil jeder Baumarkt von euch hat unterschiedliche Maße. Ich weiß auch gar nicht, wie sie auf so ein Maß kommen. 74 x 54, warum nicht 50 x 70? Weiß ich auch nicht. Also vielleicht wisst ihr es ja. So, ich glaube, das Gefälle, das ist top. Davon habe ich mir, wie gesagt, zwei Stück zugeschnitten. Und jetzt sägen wir uns die Fetten zu, beziehungsweise ich habe jetzt noch zwei Reste von 1,50 m von diesen Kantholz hier und leider reicht das nicht mehr. Ich muss nämlich jetzt ein lichtes Maß von 700 erreichen und bräuchte hier 1, 2, 3, 4. Ich habe noch ein Stück Restholz, das heißt, ich werde das Ganze jetzt hier einmal in der Mitte aufsägen und das werden dann die Fetten. Und oben, da wird so eine kleine Lücke dann zu sehen sein, damit das Ganze auch schön, damit der Wind durchfegt. Das hat, glaube ich, so ein Carport immer, ne? Egal, machen wir einfach so. Das heißt, wir sägen das Ganze jetzt erstmal auf, haben eine Tischkreissäge und es wird ganz schön eine staubige Angelegenheit, glaube ich.
Übrigens, ihr braucht in der Regel für dieses Projekt ist keine Tischkreissäge. Ihr könnt euch, wie gesagt, die Leisten alle fertig schon im Baumarkt kaufen. Was ihr allerdings braucht, ist eine Kapp- und Gärungssäge. Und diese Kapp- und Gärungssäge, die ihr gerade gesehen habt, davor im Video, das ist natürlich ein Monsterteil. Ich kann euch... Es gibt eine, und zwar eine kleinere Version, die habe ich immer mit auf Montage, beziehungsweise wenn ich draußen im Garten arbeite, so Gartenprojekte mache. Und das ist letztendlich ja auch ein Gartenprojekt, was ihr wunderbar im Garten machen könnt. Und da kann ich euch diese Kapp- und Gärungssäge empfehlen. Darüber gibt es auch ein Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken, ist ganz interessant. Also wenn du eine günstige, gute Kapp- und Gärungssäge suchst, schau dir das auf jeden Fall an. So, jetzt haben wir unsere Fetten zugesägt und jetzt sägen wir hier auch wieder eine leichte Schräge ran. Das rundet das Ganze ein bisschen ab. Und hier nehme ich 10 Grad, damit man die Schräge auch ein bisschen sehen kann. Übrigens, wenn du ein größeres Carport bauen möchtest, dazu gibt es auch ein Video, beziehungsweise ein Fahrradcarport. Das werde ich dir mal hier oben im Eck verlinken. Da arbeiten wir quasi auch nur mit einer Kapp- und Gärungssäge und mit einer Handsäge. So, die Fetten noch leicht schleifen, beziehungsweise die Kanten so leicht brechen. Denn wenn wir das nachher lackieren und die Kanten nicht gebrochen sind, da hält die Farbe nicht so gut drauf. Und die Gefahr ist natürlich ziemlich groß, dass man sich da einen Splitter hinzufügt. So, die brauchen wir erstmal nicht. Insgesamt habe ich jetzt hier 5 Stück zugeschnitten. Wir kümmern uns nämlich jetzt um die Pfosten. Und die Pfosten haben ja jetzt hier eine Gerade haben wir da angeschnitten. Und das ganze Holz ist ja gehobelt. Und meistens, wenn ihr gehobeltes Holz holt, haben wir eine Faser dran. Das heißt, wenn ich das jetzt hier drauflege, hätten wir hier so eine hässliche Kante. Und die Faser könnt ihr jetzt entweder per Hand dran schleifen. Das geht auch mit ein bisschen Geduld. Oder wir fräsen die ran. Und dazu habe ich hier meine Kantenfräse. Gibt es mittlerweile auch akkubetrieben. Und ich glaube, jeder zweite von euch hat die zu Hause in der Werkstatt. Und die gibt es. Und hier müssen wir jetzt den Fräser wechseln. Ich habe jetzt hier einen Rundfräser drin, der abrundet. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch, weil ich denke, dass viele von euch diese Fräse hier haben, weil die ist einfach unschlagbar. Darüber gibt es auch ein Video, verlinke ich dir auch mal hier oben. Du kannst das Ganze hier arretieren. Und ich habe mal bei ein, zwei anderen Abonnenten gehört, dass dadurch dieser kleine Nippel abgerissen ist, beziehungsweise das Guss gebrochen. Und mit dem Lieferumfang sind immer 2 Schlüssel. Bedeutet, einen Schlüssel, den kleineren, setzt ihr hier unten an und den größeren nimmt ihr hier oben. Und ihr löst das Ganze dann. Da habe ich jetzt vor Vorfeld schon mal ein bisschen gelöst. Und dann könnt ihr auch den Fräser rausnehmen. Und das Ganze ist einfach nur zum Arretieren. Oh Gott, ist das fest. Damit ich... Ich weiß gar nicht, warum das zu arretieren ist. Damit ich den Fräser wahrscheinlich handfest ziehen kann, aber nicht komplett fest. So, und jetzt tauschen wir den durch den Phasenfräser. Das ist hier ein Rundungsfräser, damit könnt ihr Rundungen anfräsen. Und das ist ein Phasenfräser, so eine Schräge. Und auf meine Frage zurückzukommen, ich wollte mal wissen, ob bei euch das schon mal gebrochen ist, ob ihr die Variante nur macht mit einem Schlüssel oder ob ihr das auch so macht wie ich immer hier. Meistens benutze ich hier diese kleine Klemmvorrichtung oder Funktion. Und ja, weil ich halt zu faul bin, den zweiten Schlüssel immer mitzunehmen. So, jetzt klemmen wir das Ganze hier ein. Ziehen das Ganze handfest. Zack. Und dann nimmt man normalerweise hier den kleinen Schlüssel und den großen und zieht das Ganze fest. Und auch nicht zu fest. Nach fest kommt ab, aber auch nicht zu lose. Wenn so ein Fräser euch ins Gesicht fliegt, ich glaube, dann sieht man alt aus. So. Dieser Fräskorb passt hier nicht. Doch, vielleicht schon. Doch. Zack.
Da das Ganze jetzt verschraubt wird, auch eine sehr, sehr einfache Art, und man sieht sie nachher nicht, weil ja oben nachher das Dach raufkommt, müssen wir unsere Pfosten anzeichnen. Ich habe mir jetzt hier von Außenkante bis Innenkante 5 cm angezeichnet. Vorne habe ich mir 12 und das heißt, wir legen das Ganze zusammen im 90-Grad-Winkel und zeichnen uns das hier ganz, ganz leicht an. Legen den Pfosten drauf und machen hier auch nochmal einen Riss. Das heißt, hier können wir nachher dann unsere 4 oder 2 Schrauben setzen.